Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat ein Gericht in Shanghai sein Urteil gefällt. 4 Mitarbeiter des australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto müssen ins Gefängnis, zwischen 7 und 14 Jahren. Die Richter bleiben damit nur knapp unter dem Höchststrafmaß. Die 4 Angestellten des Bergbaukonzerns waren im vergangenen Juli unter dem Vorwurf der Spionage und Korruption festgenommen worden. Sie sollen insgesamt 13 Millionen Dollar an Schmiergeldern kassiert haben, von kleineren Stahlfirmen, die mit Rio Tinto ins Geschäft kommen wollten. Der Prozess gilt als Lackmustest für den Umgang der chinesischen Justiz mit ausländischen Unternehmen. Viele Firmen aus der EU und den USA klagen seit langem, sie würden benachteiligt. Australien bezeichnet das Urteil gegen die Rio Tinto-Angestellten als sehr hart. Es gebe noch ernste, unbeantwortete Fragen zum Vorwurf der Industriespionage, heißt es in Canberra. Zudem hält Australiens Regierung der chinesischen Justiz mangelnde Transparenz vor. So waren bei einem Teil der Anhörungen keine australischen Diplomaten zugelassen. Damit verstoße China gegen seine eigenen Gesetze, beklagt Canberra. Den bilateralen Beziehungen zwischen Australien und seinem wichtigsten Handelspartner China soll das Urteil aber nicht schaden.